Schon in 3 Jahren soll ein sehr ungewöhnliches Gefährt auf dem Mars zum Einsatz kommen. Die NASA hat speziell für den roten Planeten einen Hubschrauber entwickelt. Und schon in 3 Jahren soll er auf dem Mars starten. Dafür muss er allerdings vollkommen neu konstruiert werden, denn auf der Erde flugfähige Helikopter würden auf dem Mars nicht einmal abheben. Wie das Ganze trotzdem funktioniert und wo die Risiken liegen, das jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Satelliten können sich der Marsoberfläche nur auf eine Entfernung von einigen Kilometern nähern und das ist schon sehr nah. Trotzdem müssen sie schnell fliegen und brauchen sehr hochauflösende Instrumente, um die Oberfläche zu untersuchen. Deshalb plant die NASA jetzt ein einmaliges Experiment, denn ein Experiment ist es. Denn noch nie wurde in der Raumfahrt Ähnliches versucht. Mit der Mars-Mission Mars 2020 wird es jetzt einmalig einen Helikopter auf dem Mars geben. Dabei sind die technischen Voraussetzungen erheblich. Denn hier auf der Erde liegt der Höhenrekord für Hubschrauber bei rund 13 Kilometern. Da die Luft auf dem Mars aber so dünn ist, gleichen die Bedingungen auf der Mars-Oberfläche, also ganz unten, schon denen hier auf der Erde in einer Höhe von rund 30 Kilometern. Der Hubschrauber muss also gänzlich anders kommen. Konstruiert werden. So drehen sich die Rotorblätter mit 3000 Umdrehungen in der Minute 10-mal schneller als auf der Erde. Und das Gewicht des Fluggerätes darf nicht hoch sein. 1,8 Kilo wiegt die Kapsel unter den Rotorblättern und muss dabei einiges an Technologie transportieren. Die Kapsel ist in etwa so groß wie ein Fußball und muss zusätzlich zum Motor weitere Technik enthalten, um einsatzbereit zu bleiben. So muss die Technik zum Beispiel in den Marsnächten beheizt werden, weil die Kälte ansonsten sie beschädigen würde. Zudem braucht der Helikopter Elektronik für einen Autopiloten, da die Entfernung zum Mars zu groß ist, um das Fluggerät in Echtzeit zu steuern. Ein Signal würde mehrere Lichtminuten benötigen, um dort anzukommen. Das Projekt wird von der NASA als ein Hochrisikoprojekt gesehen. Zu viele Unwägbarkeiten könnten dieses experimentelle Fluggerät zum Scheitern bringen. Allerdings wäre es der Hammer, wenn es klappen würde. Einfach mal über den nächsten Hügel gucken, was da ist. Das war bisher noch nicht möglich. Aber wenn es klappt, dann werdet ihr es hier natürlich zuerst erfahren. Wenn ihr zu den Ersten gehören wollt, die dabei sind, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch mit Telegram, Instagram oder dem Facebook-Manager mit mir verknüpfen. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klick so mitmachen und zum Beispiel Themen vorschlagen. Einfach hier draufklicken. Und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie und natürlich nicht das Abo mit der, genau, der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Sensationsfund auf dem Mars. Ansonsten bis dann, bleibt dran.